Hallöchen, ihr Lieben. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich gestern Post von der lieben Gabi bekommen. Wir hatten über Facebook einen Pocket-Letter-Tausch gemacht. Und ihrer kam gestern an und den wollte ich euch natürlich jetzt gerne zeigen. Ich habe ihn vorhin aus der Umverpackung herausgeholt und ich habe ihn mir soweit von vorne zwar schon ein bisschen angeguckt, aber von hinten noch gar nicht. Und das wollte ich mit euch jetzt zusammen machen. Und zwar hat sie mir einen ganz, ganz tollen Herbst-Pocket-Letter geschickt. Schaut euch das mal bitte an. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe den schon auf dem Foto gesehen, weil sie mich gefragt hat, welche ich hätte haben wollen. Und ich habe mich für diesen hier entschieden. Und der ist natürlich in Live noch um einiges schöner als auf dem Foto. Das muss man wirklich sagen. Und das ist halt ein Herbst-Pocket-Letter, passend jetzt zu dem Wetter draußen. Es ist ja momentan schon sehr herbstlich und sehr kalt, was schon ein bisschen schade ist um die Jahreszeit. Aber gut. Und ja, das ist halt dieser wunderschöne Pocket-Letter. Schaut euch mal bitte das an. Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich, ich bin begeistert. Hier hängen auch schon so kleine Accessoires noch dran, mit so einem gelben Blatt. Das ist mega schön an so einer Klammer. Kann man hier auch abtun. Finde ich mega, mega toll. Guck mal, ob ich das gleich wieder rankriege. So, und hier oben hängt das auch noch mal in so einem Braun. Richtig, richtig toll. Und schaut mal, hier hat sie dann noch Post hingeschrieben. Die befindet sich halt hinten drin. Und ja, der ist richtig, richtig schön. Auch mit dem Eichhörnchen. Ganz, ganz toll. Und hier, das ist auch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist halt, ne, das ist alles draufgeklebt. Das ist richtig, richtig toll, auch mit den Blättern. Und hier, Hello You. Ganz, ganz toll. Also mir gefällt der richtig, richtig gut. Und ich muss auch sagen, das sind die stabileren Hüllen. Von denen habe ich jetzt auch schon öfters was gehört und gelesen. Die muss ich mir unbedingt auch mal besorgen. Also die sind so richtig, ich weiß nicht, ob man das hier an der Seite auch sieht, die sind so richtig stabil und dickes Plastik. Ja, Plastik, ne? Mega, mega cool. Habe so eine habe ich noch gar nicht. Deswegen mega. Finde ich richtig schön. Und es wirkt dann auch gleich nochmal ganz anders und stabiler. Finde ich richtig, richtig schön. Und ja, jetzt schauen wir uns den mal von hinten an. Und zwar befinden sich da ganz viele Goodies. Hier oben ist die Post. Die hatte ich mir vorhin schon mal kurz durchgelesen, also drüber geflogen. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. Hoffe, du bist da auch zufrieden damit. Liebe Grüße, Gabi. Genau. Natürlich. Ja, ist wunderschön. Ich freue mich drüber. Und jetzt fangen wir mal hier oben an. Dort sind Sticker drin. Ein paar. Hoppala, da fallen sie mir schon entgegen. Und zwar haben wir hier ein paar Fischis. Sind auch schön. Ich hätte gerade auch so einen maritimen Pocket Letter gemacht und da passen die auch richtig schön dazu. Ich mag sowas, kann man auch toll eingießen. Und dann hier ist nochmal ein kleiner Kugelfisch, nenne ich jetzt mal. Ja, doch, das ist ein Kugelfisch. Also die sind schon mal toll. So. Wo ist der Kleine jetzt hin? Ach, hier liegt noch einer. Seht ihr mal, das hätte ich schon fast übersehen. Hier ist noch so ein kleiner Hübscher. Auch total hübsch. Der schaut so aus. Genau, die tue ich jetzt auch mal wieder oben mit rein. Nicht, dass sie mir entfliehen. So, dann hole ich mal das kurz mit raus. Also ich habe jetzt hier oben links die Ecke rausgeholt. Das sind so Sticky Notes. Habe ich auch noch nicht so gesehen in der Form. Finde ich auch mega schön. So, es passt irgendwie zum Herbst dazu, die Farbe. Finde ich mega. Auch sehr schön ausgewählt. So, einmal rein. Dann haben wir hier Washi Tape. Das lasse ich jetzt mal drin. Ich glaube, das könnt ihr ganz gut sehen. Habe ich auch noch nicht die beiden. Ich mag solche Samples und auch die Idee, das auf so Tag-Karten zu machen, finde ich mega. Bin ich auch noch nicht gekommen. Dann haben wir hier so zwei so Eulen. Die sind auch total hübsch. Boah, sind die toll, ja. Dann haben wir hier noch so Sternchen für Weihnachten oder für den Herbst jetzt auch total schön. Ich habe die in Gold, in Rot und in Silber. Aber in Kupfer habe ich sie nicht, die Sterne. Das finde ich auch total toll. Gute Idee auf jeden Fall. Dann haben wir hier so einen Rahmen. Der ist auch ziemlich dick, schaut mal. Mal gucken, was ich damit mache. Der kommt bestimmt auf irgendein Mixed Media Projekt. Finde ich auch mega. Dann haben wir hier so ein Tag. Ich mag hier Tags total gerne gestalten. Passt auf jeden Fall auch wunderbar dazu. Auf jeden Fall hat es auch schon hier so eine Schnur. Hoppala, so eine Schnur dran. Und ja, finde ich richtig, richtig toll. Und dann haben wir hier noch
So Röschen, so Sautor-Röschen, auch total schön in verschiedenen Farben, in so Mint, Pfirsich, Rosé und so einen Grün. Auch total toll. Also die Goodies sind toll, der Pocket Litter ist wunderschön und ich finde das auch gerade mit dem Tag, das muss ich dazu sagen, hier, mit der Schnur, dass die hier so rausguckt, irgendwie passt das dazu, ich weiß es nicht. Also vom Gesamtbild irgendwie gefällt mir das total gut. Auf jeden Fall richtig, richtig toll. Die Goodies werde ich natürlich rausräumen und die dann zu euren anderen tollen Pocket Lettern reinheften, die ich schon von euch bekommen habe und deswegen richtig, richtig schön. Also der ist wirklich toll. Und da war noch so ein Bogen in dem, sie hatten einen großen Briefumschlag, also so einen ganz großen geschickt. Und da waren auch noch diese tollen Pfaue, ja, Pfaue, Pfaue, ja, drinnen und, oder Pfauen, na, ist ja wurscht. Auf jeden Fall kann man die ausschneiden und für 3D verwenden, finde ich auch mega schön im Bogen. Guck mal, das hier oben ist total hübsch. Oh, ich bin so verliebt. Also auch vielen, vielen Dank für dieses schöne Extra noch. Freut mich sehr. Voll ins Schwarze getroffen, würde ich sagen. Und ja, ihr Lieben, das war der ganz tolle Pocket Letter von der lieben Gabi. Also an dich, meine Liebe, noch herzliche Grüße und vielen, vielen Dank. Und ihr anderen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüsseli.